In den Kommentaren schreibst du oft, dass dich meine Videos nervös machen. Lasst uns also von allem ablenken und mit einem indischen Film beginnen. Diese Actionszene könnte dir komisch oder sogar seltsam vorkommen. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass diese Logik des Handelns unsere einzige Chance ist, uns vor einem Asteroiden zu retten, der auf die Erde zurast? Ja, im Jahr 2013 hat sich 65803 Didymos der Erde bereits genähert. Und jetzt bereitet er sich auf eine noch engere Begegnung vor. Nimm es gelassen. Die NASA hat bereits mit der Entwicklung der allerersten planetaren Verteidigungsmission begonnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die NASA im Dezember eine kleine DART-Sonde zu Didymos schicken wird. Sie wird den Asteroiden treffen und seine Flugbahn verändern. Es wird der erste Versuch sein, den Kurs eines Himmelskörpers zu ändern, der seine eigene Umlaufbahn hat. So etwas wurde bisher noch nie durchgeführt. Und es ist ungewiss, ob der Plan der Wissenschaftler funktionieren wird. Oh nein, du bist wieder besorgt. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich auch unwohl. Denn grob gesagt wird die NASA einen Elefanten mit einer Fliege schlagen. In diesem Video finden wir heraus, ist es nicht an der Zeit, dass wir Atomwaffen einsetzen? Wird sich die Handlung des Films Armageddon wiederholen? Und das Wichtigste, wird die DART-Mission uns vor dem Asteroiden retten können? Jeder Zusammenstoß eines Asteroiden mit unserem Planeten kann das Klima verändern, ein Tsunami oder Feuersturm auslösen. Eine große Menge an Gesteinsstaub kann sogar die Sonne blockieren. Und dann wird die Welt in den ewigen Winter stürzen. Ich habe gehört, dass die gleichen Ereignisse zum Aussterben der Dinosaurier geführt haben. Entspann dich. So seltsam es auch klingt, Didymos ist der Asteroid, der die Erde treffen könnte. Erstens ist er aufgrund seiner Umlaufbahn das am leichtesten erreichbare Objekt für Raumfahrzeuge, die von der Erde aus gestartet werden. Und zweitens ist Didymos ein binärer Asteroid. Nein, nicht wegen seiner Form, die auf den ersten Blick an eine Erdnuss erinnert. Sieh dir an, was dort sonst noch eingefangen wurde. In der Nähe des Asteroiden befindet sich ein weiterer kleiner Fleck, der Mond von Didymos, namens Dimorphos. Das ist es, was unseren Planeten in Zukunft gefährden kann. Deshalb ist der Satellit das Hauptziel für die DART-Sonde. Das Startfenster für die DART-Sonde reicht vom 24. November 2021 bis zum 15. Februar 2022, also jetzt. Diese rennwagengroße und 500 Kilogramm schwere Sonde soll mit einer Geschwindigkeit von 6,5 Kilometern pro Sekunde mit dem Mond Didymos kollidieren. Das würde dazu führen, dass sich seine Umlaufbahn ändert. DART hat einen Sonnensensor, der als Navigationsinstrument dient, um die Position der Sonne zu erkennen. Die Sonne wird von NEXT, einem solarbetriebenen Ionentriebwerk, angetrieben. Darüber hinaus ist DART mit einer Kamera mit einer Blende von 20 cm ausgestattet. Aber je mehr Kameras, desto besser, oder, Apple? Deshalb wird die LiziaCube-Sonde zusammen mit DART als Huckepack-Sonde für die Aufnahme von Asteroiden eingesetzt. LiziaCube wird vor dem Einschlag von DART in der Nähe des Ziels ausgesetzt und wird Bilder von dem Vorgang machen. 200 Jahre nach dem Einschlag von DART wird sich die Flugbahn des Asteroiden ändern und er wird an der Erde vorbeifliegen. Warte, warum bist du so wütend? Richtig, ich habe vergessen, dir zu sagen, dass wir noch etwa 200 Jahre von dem Asteroideneinschlag entfernt sind. Ja, wir würden ihn nicht erleben, aber der Asteroid kann unsere Nachkommen gefährden. Und wenn wir Didymos jetzt treffen, reichen 200 Jahre aus, um seine Richtung zu ändern. Und wir brauchen etwas Zeit, falls dieser Plan nicht funktioniert. Aber was genau kann schiefgehen? Die Leistung der DART-Solarmodule beträgt nur 3,5 Kilowatt, was mit der Leistung eines normalen Elektrorollers vergleichbar ist. Wir könnten den Asteroiden genauso gut mit einem Papierflugzeug treffen. Außerdem ist die DART-Sonde nicht davor gefeit, von normalem Weltraummüll getroffen zu werden. Der kann die Sonde zerstören oder zumindest die Flugbahn ändern. Außerdem könnte sich die Umlaufbahn von Didymos bei einem Fehlschlag von DART nicht zu unseren Gunsten verändern und der Asteroid würde sich in Richtung Erde drehen. Das Forschungsteam unter der Leitung von Harrison Agrusa hat auf der Grundlage von Modellrechnungen festgelegt, dass der Einschlag des DART den Asteroiden ins Taumeln bringen und in einen chaotischen Zustand versetzen könnte.
Das wird die Landung auf dem Asteroiden zusätzlich erschweren, die die Europäische Weltraumorganisation in 5 Jahren mit ihrer HERA-Mission vorhat. Aber DART ist nicht die einzige Option, um uns vor dem Asteroiden zu retten. Ich meine, einer der alternativen Pläne könnte zuverlässiger sein als diese Weltraumschleuder. Wie gefällt dir der Schwerkrafttraktor? Sein Flug ist so programmiert, dass er sich an einen Asteroiden heftet und die ganze Zeit an der Seite hängt. Da jedes Objekt eine Schwerkraft hat, wird das Raumschiff kontinuierlich seine eigene Schwerkraft auf den Asteroiden ausüben und seine Umlaufbahn verändern. Es gibt noch radikalere Methoden, zum Beispiel einen Asteroiden mit Atomwaffen zu sprengen. Das russische Makeyev Rocket Design Bureau bietet an, die Sprengköpfe der Sojus 2 und Rus-M Trägerraketen in den Weltraum zu bringen. Sie planen, sie direkt auf der Oberfläche des Asteroiden zur Explosion zu bringen. Aber es gibt noch etwas Verrückteres. Und das ist die Laserablation von Asteroiden. Die Laser müssen auf einem Himmelskörper gerichtet werden, um seine Oberfläche zum Kochen zu bringen. Dadurch entsteht ein Teilchenstrahl, der einen Jetstream erzeugt und die Flugbahn des Asteroiden ablenkt. Aber wenn der Laserstrahl zu tief geht, wird seine Energie im Inneren des Asteroiden gestreut. Es zeigt sich, dass unser Vertrauen in Maschinen nicht zu weit gehen kann. Es gibt nur einen Mechanismus, der perfekt mit unerwarteten Hindernissen umgehen kann. Und das ist ein menschliches Gehirn. Weder der Schwerkrafttraktor noch die NASA-Sonde werden die menschliche Präsenz vor Ort ersetzen. Wenn ein Mensch mit einer Rakete mit menschlicher Besatzung zu einem Asteroiden fliegt, kann er sich vor Ort ein Bild von der Situation machen und herausfinden, welche Methode zum Schutz vor dem Asteroiden besser ist. Ein ähnlicher Plan war bereits in der Entwicklung von Barack Obama. Vielleicht ist die ganze Sache einfach verpufft. Ich meine, den Plan, die Forschung für bemannte Weltraummissionen zu Asteroiden, die begann doch schon 2010. Damals schlug Obama einen bemannten Flug zum Asteroiden vor, der für 2025 geplant war. Er war geplant, um auf Ceres zu landen, dem größten Objekt im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Ceres galt zunächst als Asteroid, wurde dann aber in die Kategorie der Zwergplaneten eingestuft. Um die Astronauten auf die Schwierigkeiten auf der Oberfläche der Asteroiden vorzubereiten, hat die NASA sogar ein spezielles Programm entwickelt, um sie auf Einsätze in der extremen Umgebung vorzubereiten. Es wird helfen, das menschliche Verhalten und die Reaktion unter ähnlichen Bedingungen zu untersuchen, wie sie auf Asteroiden zu erwarten sind. Bislang entwickelt sich dieses Szenario jedoch nur langsam, denn ein bemannter Flug ist eine anspruchsvolle und riskante Mission. Wenn die Dinge schiefgehen, kann es durchaus sein, dass die Handlung von Armageddon durchaus wiederholt werden könnte. Die Astronauten müssen sich entscheiden, ob sie ihr eigenes Leben oder das von Milliarden von Menschen auf der Erde retten wollen. Meine Abonnenten und ich haben nicht die richtige Ausbildung, um an einer solchen Mission teilzunehmen. Aber wir können auch dazu beitragen, den Planeten zu retten. Schreibe in die Kommentare, welchen Plan zum Aufhalten des Asteroiden du für am zuverlässigsten hältst. Du kannst auch deinen eigenen anbieten. Ich denke zum Beispiel, wir könnten ein riesiges Trampolin bauen, das den Asteroiden wegschiebt. Dafür muss eine riesige Leinwand an die widerstandsfähigsten Dinge auf dem Planeten gebunden werden. Ein Ende wird am Jeddah Tower befestigt, das zweite am Eiffelturm, das dritte an der Freiheitsstatue, ja das vierte kann von dem mutigen Mädchen aus dem indischen Film gehalten werden. Wenn etwas passiert, dann kann sie den Asteroiden mit ihren eigenen Händen aufhalten.